Dominik Meyer verlässt die Rundschau und geht zurück zum Radio. Zuvor wurde der Moderationsstil des SRF-Manns immer wieder kritisiert. Remo Bernett und Peter Padrut. Im Sommer ist Schluss. Nach fast 3 Jahren gibt Dominik Meyer, 43, die Moderation der Rundschau wieder ab. Er trat damals in die Fußstapfen von Sandro Borz, 52, die für Meyer oftmals zu groß schienen. Sein Abgang kommt nur wenig überraschend. Noch vor kurzem kritisierte der Sonntagsblick die Diskrepanz zwischen Inhalt und Moderation bei der Rundschau. Denn während die Sendung zuletzt immer wieder mit spannenden Recherchen und Reportagen überzeugte, wirkte Meyer oftmals so, als müsste er das Wort zum Sonntag verlesen. Er wirkte immer etwas hölzern und farblos, zuletzt auch gestern wieder in der Rundschau mit Schwerpunktthema Ukraine. Ich bin das Newsfieber einfach nicht losgeworden, sagt Meyer über seinen Abgang. Deshalb wechselt er auch zurück zu seinen Wurzeln, dem Radio. Fürs SRF wird aus der Bundeshisredaktion über das Schweizer Politgeschehen berichten. Nach fast 3 Jahren bei der Rundschau habe ich gespürt, im Herzen bin ich ein Newsjournalist geblieben. Ich möchte wieder über das politische Tagesgeschehen berichten und eigenständig recherchieren können. Der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, doch die Vorfreude auf die Arbeit in der Bundeshisredaktion sei groß. Wer die Moderation übernehmen wird, ist unklar. Bisher sprang Nicole Frank, 46, jeweils als Vertretung in der Rundschau ein. Gemeinsam führten sie durch den Rundschau-Talk. Nicht der einzige Abgang. Es ist nicht die einzige Moderationsstelle, die das SRF neu besetzen muss. Erst vor kurzem gab Franziska Egli, 37, die Moderation beim Newsflaggschiff 10 vor 10 ab. Sie will sie zukünftig voll und ganz auf ihren Job als Redaktionsleiterin der Arena fokussieren.